Tanja und ihr Partner Kleb zeigen uns eine einbeinige Eindrehtechnik, zum Beispiel Uchimata, aus verschiedenen Bewegungsrichtungen. Aus einer anderen Perspektive und Bewegung. Und noch eine andere Perspektive. Tanja zeigt uns als Vorübung für Uchimata oder eine andere einbeinige Technik eine Standwaage. Bitte darauf achten, dass die Position stabil ist, das Standbein leicht gebeugt und das ausgestreckte Bein bis zu den Fußspitzen gestreckt. Eine weitere Vorübung wäre das einbeinige Hüpfen mit leicht angehobenem Bein. Auch hier bitte darauf achten, dass das Bein bis zu den Fußspitzen gestreckt ist. Andere Perspektive. Die Armhaltung ist wie die bei einem Partner. Die nächst schwierigere Vorübung wäre die Standwaage mit Hüpfen. Auch hier bis zu den Fußspitzen gestrecktes Bein. Und nochmal zurück aus einer anderen Perspektive. Nächste Vorübung wäre das einbeinige Hüpfen mit Schwungbeinbewegung. Fußspitzen wieder gestreckt. Bei dieser Übung wird auch die Rhythmisierung für Wurfbewegungen geschult. Eine weitere Vorübung wäre der Wurfeingang an einer Wand, Tandoku Renju. Hier schon im Wechsel zu beiden Seiten. In der nächsten Übung sehen wir Tanja mit ihrem Partner Kleb bei einer Partnerübung Tandoku Renju am Partner zur Schulung der Schritt- und Platzwechsel und des Einsatzes des Schwungbeines. Und nun aus einer anderen Perspektive. In einer weiteren Vorübung sehen wir Tanja bei der Tandoku Renju Übung gegen einen Gürtel oder Däuserband. Die einfache Variante ist, indem sich der Sportler am Boden mit den Händen abstützt. Die etwas schwierigere Variante ist ohne Abstützen. Eine weitere Vorübung wäre das Tandoku Renju für den Schritt- und Platzwechsel. Die einfache Variante wieder mit Abstützen am Boden und die schwierigere Variante ohne Abstützen. Eine weitere Übung wäre das Sockenschleudern. Tanja krallt mit ihren Fußspitzen ein Sockenpaar und wirft es in Uchimata-Bewegung über sich drüber. In einer weiteren Übungsvariante sehen wir den eingesprungenen Uchimata oder Stepping-In-Variante. Wir sehen Tanja mit dem Spielbein die Bewegung vorbereiten und dann direkt in den Wurf einspringen. Am
Am Anfang mit Abstützen am Boden und später dann ohne Abstützen.